So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Topspin 2K25. Mike Minga und meine Profi-Tennis-Karriere. Ich bin mittlerweile im fünften Jahr, nur mal so als kleine Randinfo, da wird auch nicht jeder von euch immer bei jeder Folge hinschauen. Und ich bin mittlerweile in den Top 10 angekommen. Ich war auch schon das ein oder andere Mal drin, bin durch eine Verletzung wieder ein paar Ränge rausgerutscht und habe mich da jetzt quasi zurückgekämpft, wenn ihr so wollt. Und jetzt habe ich bei den Shanghai Masters ein ATP Masters 1000 Turnier wohlgemerkt. Beide Stufe 25, können jetzt gleich mal auf die Stärken schauen. Sieht eigentlich ganz interessant aus. Und Andy Murray, mein Gegner in der ersten Runde. Schauen wir uns mal das Ganze an, wie ich mich hier auf Hartplatz schlage. Gegen ihn habe ich noch kein Match gemacht im Karrieremodus. Sieht ja vom Wetter auch ganz nett aus hier. 19 Grad, Sonne. Erste Runde. Ganz gut besucht hier in Shanghai, in China. Und Mike Minga spielt sich hier ein bisschen ein mit Andy Murray. Und dann wird es auch gleich entsprechend losgehen. First set. Long to serve. Play. Okay, ich darf also aufschlagen. Jawohl. Wollen wir mal hier unser Surf and Volley versuchen. Andy Murray müsste, ich weiß gar nicht. Oh. Entschuldigt er sich gleich. Da kommt er nicht mehr ran. Sehr schön, 30-15. Was ich sagen wollte, Andy Murray, ja, würde sagen, müsste so ein Allround-Spieler sein, der ja, das war ein bisschen risky von mir, muss ich sagen. Bisschen strange. War das gut gespielt? Jawohl. Sehr schön, Topspin-Volley. Kommt der Gegner nicht hin, auch wenn man manchmal so die Volleys sieht und die Punkte. Ah, aber die sind eben auch hart, flach gespielt. Und da kommst du schwer hin. Okay, Mike Minga hier mit seinem ersten Aufschlagspiel ist erst einmal 1-0 in Führung gegangen. Dann schauen wir uns mal. Ah, das ist nicht clever. Ja, genau im richtigen Moment rangerückt. Und das sieht doch eigentlich alles hier im Moment relativ gut aus. Na, Andy Murray. Second Serve. Wollte ich gerade sagen. Es roch ein bisschen nach Doppelfehler. Okay, das sieht natürlich hier ganz gut aus. Ah, spielt relativ viele Slice-Bälle. Ah, komplett verzogen. Auch ein bisschen unnötig. Hätte ich so nicht spielen müssen. Ah, gegen die Laufrichtung. Exzellenter Punkt von Andy Murray. Und der ist gut. Ich suche eigentlich so ein bisschen den. Ah, schlecht. Also aus dem 30-0 muss ich mehr machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Vielleicht komme ich hier noch mal. Ui. Nee.
Macht Andy Murray gut, gar keine Frage. Ah, schade. Oh, der war riskant. Der war riskant, nicht rund gespielt, aber am Ende des Tages dann doch ein schöner Punkt, muss man sagen. Ja, Andy Murray. Starker Passierball. Ja, habt ihr es beim Aufschlag schon wieder gesehen? Das backt schon wieder. Hier, ich mache keinen Aufschlag. Geht das schon wieder los? Das kann nicht so schwer sein. Vielen Dank. Hier, er schlägt wieder alleine auf. Und spielt auch komplett den falschen Ball. Habt ihr das gesehen? Ich habe mehrfach Topspin gespielt. Oh, Leute. Tut mir leid. Ja. Vielen Dank. Also, taugt mir gar nicht. Sag ich euch so, wie es ist. Jetzt, der spielt ja nur noch, Slicebälle. Guckt euch das mal an. Ich spiele die ganze Topspin. Ah, das ist ja albern. Das ist ja albern. Boah. Jetzt spiele ich einen Slice, einen echten, ja? Ah. Ja, jetzt geht's. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich mutmaße mal, dass ich den ersten Satz dadurch verloren habe. Gefällt mir nicht. Werde die Aufnahme aber trotzdem so lassen. Ja. Okay. Dann müssen wir uns auf den zweiten Satz konzentrieren. Ich kann jetzt hier nichts anderes machen. Oh, der war gut. Schade. Aber war schon richtig, dass ich so probiert habe. Sag ich jetzt mal. Ja. Oh, das war wichtig. Muss ja jetzt den zweiten Satz gewinnen und dann komme ich ja durchaus noch in einen Tiebreak rein. Aber so weit sind wir hier noch nicht. Oh, der war gut. Ja. Bisschen glücklich. 30-15, wichtig. Gönn mir gerade einen Schluck Kaffee. Ja gut, dass die Matchqualität natürlich jetzt hier im Eimer ist nach diesem Aufschlag Mist da schon wieder. Sorry, wenn ich das so sage. Boah. Ah, riskant, was ich jetzt hier mache. Ja, da habe ich ihm den Punkt geöffnet durch einen schlechten Aufschlag. Oh, das sieht nicht gut aus hier.
Nein! Eieieiei. Oh, Glück gehabt. Schauen wir mal. Rebreak wäre natürlich jetzt optimal. Oh, der war gut. Ja, gut. Klar. Alles gut, ist noch nichts passiert, bin noch im Match. Aber jetzt muss ich aufpassen. Zugegeben, es hat mich auch aus dem Konzept gebracht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mein Gott. Ja, also dieses Aufschlagdesaster da im ersten Satz hat mich auch aus dem Konzept gebracht. Bin ich auch ehrlich. Ich glaube, das sieht man auch. Bemüht hier irgendwie noch im Match zu bleiben. Sieht nicht so gut aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Ah, jetzt geht mir die Kraft aus. Ja! Vielleicht nochmal der Breaker hier für dieses Aufschlagspiel. Ah, macht er stark. Advantage, Murray. Auch Andy Murray jetzt mit Nerven. Ja! Da macht er mir den Punkt am Netz auf. Da bin ich selbst überrascht. Oh, der war gut, der Return. Ja! Perfekt! Rangerückt und da muss Mike Minga echt einmal durchatmen. Das war ganz haarscharf am 0-2. Und ich sage mal, das wäre sicherlich das Ende des Matches mehr oder weniger gewesen. Ja, mal schauen. Mal gucken, ob das Momentum hier nochmal auf mich kippen kann. Oh, der war gut, Alter. War eigentlich schön, das Ding. Ja, schön. Oh, voll. Ja, klar. Das macht Andy Murray richtig gut und das mag ich auch, dass die KI die Punkte auch so rausspielen kann, weil ich das ultra realistisch finde. Jetzt kommt der Aufschlag auch nicht gut. Oh, der war riskant. Ja! Boah! Mike Minga! Oh, der ist perfekt.
Musst du machen! Ja! Bisschen Glück gehabt, dass er mir den Punkt hier nochmal aufmacht. Schöne Kulisse hier in Shanghai. Und Mike Minger führt 2-1. Schauen wir mal. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut, Mike Minga. Sehr gut. Verfall jetzt nicht in Euphorie. Das nicht. Schön rangerückt. Schön rangerückt. Ja! Sehr gut! Mike Minga! Auf geht's! Nicht auf den Spielstand schauen, konzentrieren. Ah, komm, der macht einen Fehler, sag ich dir so, was ist. Ja, sag ich doch. Hat er das im Gefühl? Er macht den Fehler. Drei Satzbälle. Ja, komm. Jetzt ist richtig Druck bei Andy Murray. Jawohl. Ja. Ganz locker bleiben, ganz locker bleiben. Ja, ja. Ja. Durchatmen. Ah, der ist weg. Ja, der ist weg. Ja! Sehr gut, Mike Minga. Oh. Ah, wartet. Ja! Kommt er nicht vorbei? Huh. Starkes Ass. Kompliment an Andy Murray. In der Situation musst du den erstmal so spielen. Ja! Geiler Punkt. Boah. Sehr schön. Let's go. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Der ist gut platziert. Ja! Die Bäckerfaust, wortwörtlich. Die habe ich gerade geballt auf der Couch. Sehr gut. Ja, schön platziert. Ja, der war gut platziert links. Yes. Wow. Yeah!
Ja! Geil! Nie im Leben! Ich weiß, dass ich auch ein paar Matches schon euch gezeigt habe, die ich gedreht habe, die auch echt geil waren im Laufe meines Karrieremoduses hier. Aber das ist schon auch ein bisschen besonders, weil mir dieser Aufschlag-Bug den ersten Satz komplett versaut hat. Ihr habt es ja selber gesehen. Und ich bin ehrlich, ich habe beim fast 0:2 im zweiten Satz, so ist das halt, ne? Eigentlich überhaupt nicht dran geglaubt. Also klar, und hätte die Folge trotzdem gebracht, aber das ist natürlich befriedigend für mich. Ganz klar, Andy Murray, schöner Kampf von Mike Minga, die Nummer 8 gegen die Nummer 9 der Welt, also enger kann es in vielerlei Hinsicht gar nicht sein, auch beide mit dem gleichen, mit der gleichen Levelstufe, wobei mir das persönlich eigentlich egal ist, ob ich da auf dem, wenn ich selbst 25 Stufe habe, also Stufe 25, ob ich da jetzt auf einen Stufe 28 Spieler treffe oder 23 oder whatever, ist für mich nicht ausschlaggebend, es macht echt viel Spaß und wir schauen uns mal an, wen wir im nächsten Abschnitt, also in Runde 2 haben. Ich könnte mir fast vorstellen, dass hier, ich wollte es gerade sagen, dass hier echt der nächste deftige Gegner kommt. Wen haben wir denn hier noch? Daniel Medvedev hat sich da auch entsprechend durchgesetzt. Ja, sind jetzt dann im Viertelfinale. Tiafoe wäre im Halbfinale ein möglicher Gegner. Berrettini auf der anderen Seite, der hat mir auch noch eine Rechnung. Offen, Taylor Fritz, Bailey sind auch noch drin. Alcaraz, boah, wäre natürlich auch was, ne? Wäre natürlich auch was. Gegen den habe ich ja mein einziges Match bisher sauknapp verloren. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Ihr habt es gesehen. Mein nächster Gegner, also hier entsprechend Daniel Medvedev. Ich freue mich auf das Game und das wird es dann hier auch sicherlich in der nächsten Folge geben, egal wie es ausgeht. Mir macht Spaß, ich hoffe euch auch weiterhin. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.